Servus miteinander. Ja, mal wieder ein kleiner Vlog, kleines Labervideo aus dem Wald, meiner zweiten Heimat. Ich habe mir jetzt hier nichts zurechtgelegt, nichts geskriptet und sonst was. Ne? Ich laber jetzt einfach mal munter drauf los, weil es da momentan halt ein paar Sachen gibt, die mich beschäftigen. Und ja, ihr werdet es bestimmt gemerkt haben, es kommen auch selten bis keine Videos mehr momentan. Und das ist ein Thema. Ja. Ich kann mich momentan nicht so wirklich aufraffen, Videos zu machen. Das ist halt auch der Jahreszeit jetzt geschuldet, ne? Der aufkommende Herbst. Was heißt aufkommend? Wir sind eigentlich schon mittendrin. Und der bevorstehende Winter, das sind einfach Jahreszeiten, die mich komplett fertig machen. Ja, ich arbeite daran, diese Jahreszeiten als natürlichen Zyklus in der Natur zu sehen, anzunehmen. Ja, aber das ist halt schwierig und es gelingt mir halt noch nicht gut genug. Ja. Und da will ich mich halt einfach nur zurückziehen, schön Black Metal hören, ja, oder ja, Funeral Doom Metal, je nachdem, je nach Stimmung, ja. Da passt einfach was Schwermütiges, wenn dann so die Blätter runterrieseln und so, und dann habe ich hier meine Musik auf den Ohren. Da kann man sich dann halt in diese Lethargie so ein bisschen hineinfallen lassen und kann damit das Ganze vielleicht auch so ein bisschen verarbeiten. Ja, aber ich habe einfach irgendwie nicht die Kraft momentan. Ja. Ich weiß nicht, die Livestreams sind zwar immer noch gut besucht, aber irgendwie habe ich so, ich weiß nicht, mich beschleicht das Gefühl, als würde sich das Ganze langsam auch so ein bisschen totlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Ja, ist einfach so ein Eindruck von mir und ich habe auch momentan, also das ist ja ein Trend, der sich schon so ein bisschen länger momentan durch mein Leben zieht. Ich habe momentan nicht wirklich Ideen. Ja. Ich habe eigentlich alles gemacht auf meinem Kanal, was ich so machen wollte. Ja, ich habe zahlreiche Film-Updates gemacht, ich habe ein Lost Place Video gemacht, ich habe Kochvideos gemacht, ich habe Ambiente-Videos gemacht, ich habe ja, Gedanken-Videos gemacht, wo ich einfach meine Sachen, die mir durch den Kopf schwirren, mit euch teile. Ja, ich habe einfach alles gemacht, was mich irgendwie gereizt hat, und ob da nicht langsam so ein bisschen mein Zenit überschritten ist, denke ich mir da halt langsam. Ja, ja. Ich habe halt momentan irgendwie keine Ahnung, wo das Ganze noch hingehen soll mit meinem Kanal. Ne? Mir fehlt irgendwie ein Konzept oder irgendwie Ideen, die mich motivieren, wie schon erwähnt. Ne? Aber irgendetwas in mir wehrt sich, mit YouTube aufzuhören. Ne? Die ganzen Jahre, die ich jetzt hier schon dabei bin, ich habe viele kommen und viele gehen sehen. Und es ist ja auch irgendwo ein Lebensinhalt für mich. Und ich mache jetzt hier auch nicht den großen Heulemann, ja, und oh, bitte, bitte, jammert mir ein bisschen die Ohren voll, dass ich noch hier bleibe auf YouTube und so, ne, nee, geschenkt, ja, also ich brauche kein Mitleid oder irgendwie sonst irgendwas, ne, überhaupt nicht, kann ich komplett darauf verzichten. Es ist nur einfach etwas momentan, das so raus muss, das gesagt werden muss, und ja, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie momentan keine Lust, Filme zu gucken. Ja. So seltsam das auch für den einen oder anderen klingen mag, ja, mit meiner krassen Filmleidenschaft, ja, die ich ja immer noch in mir trage. Aber irgendwie habe ich halt auch sehr, sehr viele Enttäuschungen gesehen, sehr viele Fehlsichtungen vorgenommen die letzte Zeit. Und es kommt irgendwie nichts Gescheites nach, es kommt nur noch Gülle raus, ja. Halloween, der 5000. Teil, was weiß ich, ja, Hollywood-Müll, ja, und irgendwelcher seelenloser CGI-Scheißdreck, mit dem ich gar nichts anfangen kann.
es ist einfach nichts Interessantes mehr, ja, das mich irgendwie geil macht auf irgendetwas. Ja. Das, ich weiß nicht, das hat sich alles irgendwie so totgelaufen und auch in der Filmhistorie finde ich momentan nicht wirklich etwas, das mich anspricht. Und ja, das sind halt so momentan die Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Ja. Ich habe auch schon überlegt, das Ganze an den Nagel zu hängen, aber dafür hängt mein Herz wahrscheinlich noch zu sehr dran, ja, an YouTube. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, das mit meinem Film läuft. Also ich werde natürlich noch einiges an Zeit brauchen, bis das Ding fertig ist. Ja, also das ist frühestens Anfang 2024 am Start das fertige Ergebnis. Ja. Und da halte ich euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, wie das Ganze da mit der Veröffentlichung ausschaut. Ich arbeite auch momentan an einem Teaser, den ich euch auf jeden Fall präsentieren werde, die nächste Zeit irgendwann, wenn ich mir einig geworden bin über den Filmtitel, wo ich mich ja immer noch schwer tue. Es steht immer noch kein Titel. Und ja, das ist momentan der Stand der Dinge, ja. Mal sehen, wo die Reise noch hinführt, ne? Ja, also ich denke mal, ich kündige jetzt hier keine Pause an oder sonst irgendwas, ja, dass ich irgendwie aufhöre oder sonst was, was ja, das ist ja auch nicht der Fall. Ich werde halt einfach nur noch was hochladen momentan, wenn ich einfach Bock habe, ja. Das sollte man grundsätzlich eigentlich so machen, aber irgendwo fühlt man sich ja doch genötigt, man fühlt sich irgendwo, naja, du musst jetzt mal wieder was raushauen, jetzt sind schon 2 Wochen vorbei, jetzt sind schon 3 Wochen vorbei, ja, die Leute warten, aber irgendwie, ja, man hat halt auch noch andere Dinge zu tun, ja, und ich weiß, dass 99% von euch dafür auch Verständnis haben, ja, und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ne? Das ist jetzt hier mal so ein kleines Update, so ein kleines Labervideo gewesen. Und mal schauen, was eure Gedanken so zu dem Ganzen sind, zu dem, was ich jetzt hier abgelassen habe. Und ja, wir sehen uns. Ne? Euer Silenzium 141. Ciao und Heavy Metal.